Du verfolgst derzeit nichts. Ja, das glaube ich nicht, Mabui. Oh Gott, jetzt bin ich noch weiter entfernt. Was haben Sie jetzt vor? Muss ich jetzt durch das ganze fucking Schloss? Oder... Wie Hogwarts wohl für Muggel aus? Nee. Hä? Kann ich hier lang? Das die Hütte des Wildhüters? Oh. Ach, das ist der Unterrichtsraum für Tierwesen. Okay. Bei der ganzen Sache schon näher. Ach hier. Zeugs, was ich die ganze Zeit gesucht habe, den Teil von Hogwarts, den jeder kennt. Alter, was für eine Ausdauer der haben muss, ne? Gut, quer fällt ein. Das ist ein Ort wie aus dem... Es tut so gut, dich zu sehen. Okay. Hallo, Nati. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Ich war dort und ich habe das mit Rookwood und Harlow in den drei Besen gesehen. Ich war besorgt um dich. Bei mir ist alles in Ordnung. Warum haben sie nach dir gesucht, wenn ich fragen darf? Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff. Was in aller Welt? Da ist noch was. Und es ist etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Aber was bedeutet das? Warum sag ich dir das? Aber ich kenne die gar nicht. Und habe Magie gewirkt. Hab einmal mit der gechillt. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. Alle reden nur noch darüber, wie du Hogsmeade bei dem Trollangriff verteidigt hast. Und ich werde nie vergessen, wie sich Serona in den drei Besen gegen Rookwood und Harlow behauptet hat. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Wie meinst du das? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Mhm. Gut. Rookwood und Harlow sind ein gefährliches Duo. Außerdem ist Rookwood mit Ranrock im Bunde. Angeblich wurden sie zusammen in Hogsmeade gesehen. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen.
Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Natty. Sei auf der Hut. Wieder mal auf Abenteuer. Hüte habe ich einige. Ich höre wohl nicht recht. Revelio. Was geht hier vor sich? Hilf der Fremden. Ich helfe ihr schon, aber... Ein Tränkehändler hier draußen? Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Revelio. Oh. Diskutiere das nicht mit dir. Ich sag. Hätte nie gedacht, dass Renrocks Anhänger so weit gehen. Bruder, ich muss mal ganz kurz jemandem helfen. Sie müssen hier lang gekommen sein. Oh. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Sind das Banditen? Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Oi, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's mir. Lasst sie in Ruhe. Okay, Moment. Moment, Jungs. Macht mal halblang. Ich hab den gerade zermatscht. Den gerade einfach umgebracht. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Der Duellanten-Club hat sich scheinbar gelohnt hier. Tschüss. Was in aller Welt ist gerade passiert? Ich hab die alle kalt gemacht, Walla, Lan. Und das so nah an Hogwarts. Ich hab gerade ein paar Leute umgebracht. Einen davon mit größter Brutalität. Revelio. Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiterforschen, bevor sie wiederkommen. Sie sind Forscherin? Nora Treadwell. Zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Merlin? Aus der Legende von König Artus? Ja, genau der. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gern mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten.
Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Naja. Oh nein! Jetzt habe ich aus Versehen diese Dinger freigelassen. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Incendium! Merlins Bart! Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Okay, what the hell? Für einen Tag. Ich fasse es auf. Revelio. Huh. Interesting. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier eigentlich alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Okay. Und seien Sie vorsichtig hier drin. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen Sicherheiten und Büchern zurück. Blutegelsaft. Huch. Die ist gerade desappariert und hat ihr Zelt mitgenommen. Incendium! Incendium! Sie sind ein findiger junger Ravenclaw. Professor Fink hat mir gesagt, Sie fanden ein verlorenes Buch für ihn. Ich möchte darüber reden. Aha. So, zuerst der kleine Kollege hier. Ich gedacht, dass Randall's Anruf so Arn. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Ranrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Sie griffen an? Ranrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich, schlugen mich fast bewusstlos, nahmen meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung.
auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Renrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Es war schön, Sie kennenzulernen. Wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Geh zum Koboldlager. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder so eine Scheißpflanze. Was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Ahn nicht überraschen. Digga, ich sehe halt nicht aus wie ein Fünfklässler, ne? Ich sehe aus wie so ein Auror mit dem Outfit hier. Ja, komm, wir gehen querfeld ein. What? Akio. Incendio. Protego. Legioso. Expelliarmus. Stufo. Okay, das ist, glaube ich, sehr effektiv auf Spinnen. Oh oh. Ah, das ist natürlich wieder zu. Fiese Unholde. Okay, Spinnen gibt's hier auch. Spinnen und Banditen. Hinter den Ruinen. Hier bin ich richtig. Huch. Protego, Stufo. Accio. Incendio, Livioso. Wenn ich auf dem Block drauf bleibe, macht er diesen starken Stupor zurück, ne? Oder muss ich noch was anderes drücken? Todesserjacke an und sich Auror schimpfen. Ja, das ist ja nur der Look. Ich verstehe nicht, warum man legendäre Sachen findet, wenn die dann einfach kacke sind. Innerhalb von ein paar Leveln. Warte mal, kann ich denn... Hui. Wo ist denn mein anderes Outfit? Hey, ich hatte doch mal so voll den coolen... Scheinbar nicht mehr.
Machen wir einen Cowboy-Western-Film draus. And on the road. Ein Lager. Das muss es sein. Kommt mir vor, als wären es schon Stunden. Incendium. Incendium, Protego. Okay, das bringt gar nichts, wenn die mich erstmal erwischt haben. Dann, Alter, oh, Scheiße. Das ist kein fairer Kampf. Expelliarmus. Du bist eine Schlucht. Jetzt ist Schluss mit der Wilderei. Eieiei, das war knapp gerade wieder, ne? Das war die beste Mahlzeit seit langem. Meine Ausrüstungsplätze sind voll. Warte, was? Welche Ausrüstungsplätze? Muss verkaufen. Oh Gott, okay. Sehe ich denn nicht was ich aufnehmen könnte? Ja gut, dann schmeiß ich halt irgendwie das Billigste weg, ne? Aha. Elfengefertigte Handschuhe. Okay, das hat sich mal gelohnt, du. Ui. Offenbar gibt es mehrere Wege hinein. Ey, ich find's ein bisschen lästig, dass man kein zweites Rad zu haben scheint. Aber naja. Verräter Arn gleich töten sollen. Scheiße. Okay, er hat mich gesehen. Ich hätte halt gerne diesen Zauber automatisch, wenn es ums Schleichen geht. Das wäre wieder so ein Zauber gewesen, den hätte man jetzt nicht da reinpacken müssen unbedingt in das Viereck-Ding. Rebellion. Aha. Die Welt der Zaubereiknechten. Ah, ich liebe sowas. Liebe solche Spiele. Wie viele sind denn hier noch? Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße. Ach du meine Güte, die sind gerade alle appariert. Scheiße. Kann nichts mehr einsammeln. Okay. Muss irgendwas loswerden. Schon wieder bessere, ich finde halt nonstop bessere Sachen. Das finde ich ein bisschen weird, dass man die ganze Zeit. Ach du meine Fresse. Besseren Shit findet uns irgendwie nicht mal rafft. Also beziehungsweise, ne? Man muss sich eigentlich die ganze Zeit umrüsten. Alles voll. Zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen. Ich muss die ganze Zeit Zeugs wegwerfen, weil ich ja scheinbar keinen Platz mehr habe. Hä, wie kacke ist das denn? Meine Frage ist, wie komme ich hier raus? Ich bin hier irgendwie reingesprungen von außen. Keine Ahnung. Oder hier. Nee, hier komme ich nicht rüber. Er ist hier irgendwo, Bro. Ich bin hinter dem Gitter. Ja gut, egal. Dann gehe ich da raus, wo ich reinkam, ne? I guess. Kann ich mich nicht festhalten? Wie hält man sich an sowas fest? Incendio. Ich glaube, ich bin irgendwo reingejumpt, wo ich nicht hätte rein. Eisentor öffnen. Wie öffne ich das denn? Ich kann das gar nicht öffnen. Ich konnte das öffnen, war aber auch auf der anderen Seite. Du kannst es nicht aufhalten. Incendio. Akio. Expelliarmus. Ja, ich glaube, ich habe mich jetzt halt hier irgendwie. Ich meine, reingeglitscht. Keine Ahnung. Oh Gott. Man kommt doch easy hier rein, oder nicht? Also, ich finde jetzt nicht, dass das schwer war.
um da runter zu springen. Aber scheinbar komme ich hier nur wieder raus, wenn ich den Teleport verwende, oder nicht? Er hat gesagt, ja, es gibt viele Wege rein und ich dachte so, okay, dann nehme ich halt den coolsten. Kann ich nicht. Warum kann ich mich da nicht hinporten? Weil ich im Kampf bin? Kann man sich im Kampf nicht porten? Huch. Das ist peinlich, was? Ach hier. Incendium. Tja, Bruder. Das glaube ich nicht. Lol, ich kann das nur öffnen, wenn wir nicht im Kampf sind, oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Arm zurück. Ach, da oben. Oh Gott. Tja.